Wir machen einen kurzen Abstecher in der kleinsten Stadt Südtirols. Glons zählt heute rund 900 Einwohner und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Ursprünglich gehörte die Siedlung zur römischen Provinz Rätien und im frühen Mittelalter zum Schweizer Bistum von Chur, bevor ihr Graf Meinhard II. Von Tirol um 1290 das Marktrecht zusprach und erstmals 1304 das Stadtrecht urkundlich erwähnt wird. Im Spätmittelalter erlebt Glons als Handelszentrum seine Blüte. Die Stadt wurde 1499 durch kriegerische Ereignisse zerstört und danach als Wehrstadt wieder aufgebaut. Glons hat bis heute seinen historischen Charakter fast unverändert beibehalten und gilt als architektonisches Juwel. Die völlig erhaltene Ringmauer mit den drei wuchtigen Türmen umschließt malerisch die Gassen und Winkel. Bürgerhäuser aus dem 16. Jahrhundert und Laubengänge mit ganz besonderem Charme. Die behutsam vorgenommene Sanierung hat dem Städtchen neues Leben eingehaucht und ihm trotzdem seine Eigenart bewahrt.